Mit diesem feinen Freistoß eröffnet Chrissy den 5. VBL-Spieltag für unsere Erothosen. An der PlayStation geht er damit gegen den Stuttgarter Burak Mai früh in Führung. Aber der Schwabe schlägt zurück. Kurz vor der Pause spielt er sich über rechts in den Strafraum und vollstreckt am Ende mit Al-Gadoui zum 1:1. Mit einem ähnlichen Spielzug kann dann Chrissy in der zweiten Halbzeit erneut in Führung gehen. Moritz Quarteng heißt der Torschütze zum 2:1. Das letzte Wörtchen in dieser Begegnung hat dann aber leider der VfB in Person von Mario Gomez. Am Ende heißt es also an der PlayStation 2:2 unentschieden. Quinten gegen Malut heißt dann das Duell an der Xbox One. Auch hier erwischt der HSV den besseren Start und geht nach einer Viertelstunde durch Lukas Hinterseher mit 1:0 in Führung. Wenig später kann Malut für seine Farben ausgleichen. Auch hier ist der Torschütze Mario Gomez. Nach diesem Angriff über den linken Flügel kann Quinten in der zweiten Halbzeit durch Christoph Moritz erneut in Führung gehen. In der Schlussviertelstunde dreht dann der Stuttgarter auf. Zunächst knipst erneut Gomez zum 2:2 Ausgleich. Bitter wird es dann in der letzten Minute. Al-Gadoui trifft zum 3:2 Endstand und beschert Malou damit den Sieg gegen Quinten. Im 2 gegen 2 trafen Quinten und Niklas anschließend auf Malou und Lukas 1:0:04. Unsere beiden Jungs zeigten ein starkes Spiel, scheitern aber zweimal am Aluminium. Am Ende steht auf beiden Seiten die 0 und damit insgesamt eine 2:5 Niederlage gegen den VfB Stuttgart. Am 6. Spieltag ging es für unser Team gegen Borussia Mönchengladbach. Leon muss sich an der PlayStation im Auftaktspiel gegen Jeffrey 95 in der Nachspielzeit mit 0:1 geschlagen geben. An der Xbox hieß es anschließend Niklas gegen der Gaucho 10. Der Gladbacher geht früh mit 1:0 in Führung. Embolo heißt der Torschütze für die Fohlenelf. In der Folge war Niklas dran und scheitert in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit nur knapp. Drehen kann er die Partie aber nicht mehr. Mit 2 Niederlagen im Gepäck will unser Double Trouble Team dann im 2 gegen 2 gegen die beiden Gladbacher unbedingt punkten. In der ersten Halbzeit liefern sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe. Chancen gibt es auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit drehen unsere Jungs dann auf und sind am Drücker. Der Ball will aber nicht über die Linie. Am Ende erlöst Quinten mit einer schönen Einzelaktion unsere Erothosen. Bobby Wood trifft in der Nachspielzeit zum verdienten Sieg. Damit steht es am Ende insgesamt 3:6 gegen Borussia Mönchengladbach.